Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Wives of the Sinistrate. Wir befinden uns vor dem Eingang des Turms der Wahrheit. Hier sollen wir herausfinden, wie Sedan wirklich zu Maxim steht. Denn die gute Iris, die wir das letzte Mal getroffen haben, hat da so ihre Zweifel. Und hier haben wir erstmal neue Gegnertypen. Grianos. Hauen wir mal drauf und schauen, wie viel die aushalten. Ich glaube, die haben eine gute physische Verteidigung. Na, wobei... Ja, etwas verbergt vielleicht. Wolfsbiss. Da macht sie ja nicht weniger. Wir haben ja unser neues Kapselmonster gefunden. Einen Blättergeier. Den haben wir Sunny getauft. Der ist jetzt bereits auf seiner zweiten Stufe. Wir haben ihn schon ein bisschen mit Futter voll gepumpt, damit er schnell etwas stärker wird. Aber jetzt haut er auch schon ab. Beziehungsweise unsere Sunny ist eine Sie. Also praktisch eine Werwölfin, auch wenn man ihr das nicht so wirklich ansieht. Mit ihr wollen wir jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Sedan wurde aufgestuft. Der Nachteil bei Sunny ist der Mutwert, der ist relativ tief. Sprich, Sunny neigt dazu, ziemlich schnell abzuhauen. Was hast du denn da für Flügel kleben? Ich habe mir glaube ich auch noch nicht gesehen. Nee. Eine Sirene. Mit einem Hysterior, den haben wir glaube ich schon, wow, nicht sich selbst angreifen, den haben wir schon vor einigen Dungeons glaube ich mal gesehen, deswegen erstmal auf die Sirene drauf, die kann bestimmt irgendwas von wegen einschläfern oder verwirren oder was auch immer, deswegen schnell weg mit der und jetzt auf diesen gepanzerten Drachen, Echse, was das auch immer ist, dürfte nicht mehr so viel aushalten. Gibt auch kaum Erfahrungspunkte. Hier haben wir erstmal eine brüchige Wand. Die hauen wir mal mit dem Hammer erstmal auf. Vorher wollen wir erstmal hier lang. Und mal wieder die Frage, welchen Weg zuerst? Okay, hier stellt sich die Frage dann doch nicht. Hier kommen wir wahrscheinlich am Ende nur schneller wieder zurück oder so. Deswegen müssen wir hier erstmal durch. Und mal wieder ein Rätsel. Okay, ich denke mal, wir müssen das hier so nachbilden, 3, 4, 2, 1, jo. Ach, wir müssen natürlich diese Reihenfolge hier machen, damit die rechte Tür aufgeht, alles klar, 3, 2, 1, 4, und tschüss. Cooles Rätsel aber, oh, und da kommen direkt ein Gegner, ach, ich glaube, das ist eine Hydra, oder? Sogar eine Aqua-Hydra. Und bei den Gegnern war glaube ich die Besonderheit, die dürfen immer so viel oder häufig angreifen, wie sie Köpfe haben. Also in dem Fall sprich fünfmal. Werden wir gleich mal sehen. Oh, und die Waffe von Sedan macht mal gar keinen Schaden. Welche Waffe hat sie denn momentan gerade ausgerüstet? Ich weiß das gar nicht. Wow. Wow, okay, die dürfen nicht fünfmal angreifen, aber die dürfen trotzdem alle angreifen. Polarstrahl und da haut Sunny mal glatt aus den Latschen. Mann, sind die heftig. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, deswegen mal sehen schnell einen Raider drauf. Da ihre Waffe sowieso keinen Schaden macht. Aber ich habe richtig in Erinnerung, dass sie nicht ungefährlich sind, diese Viecher. Deswegen werde ich glaube ich das Kapselmonster gleich mal wieder wechseln. Am besten zu Solid. Damit sie möglichst schnell auch ihre vierte Stufe erreicht. Und wieder ein Polarsturmstrahl, habe ich gerade nicht gelesen. Aber die geben auch ganz gute Erfahrungspunkte. Also erstmal das Kapselmonster wieder wechseln zu Solid. Was willst du momentan? Ein Silberhelm haben wir nicht. Schade, schade. Ich glaube, Maxim trägt noch einen. Aber den legen wir jetzt nicht deswegen ab. So, einmal alle voll geheilt. Und auf zur nächsten Tür, beziehungsweise zum nächsten Raum. Ach, wir müssen einfach nur die Säule hier wahrscheinlich hochfahren, alles klar. Und mal wieder Adler als Gegner. Hab ich auch schon länger nicht mehr. Wow, was ist denn für welche? Serfaco. Interessanter Name.
Mal schauen, was ihr so drauf habt. Neuer Dungeon und wieder neue Gegnertypen. Das häuft sich jetzt mit den neuen Gegnertypen pro Dungeon. Sehen wir nochmal eine Frostfee. Ach, ich wollte gucken, welche Waffe du hast. Den Nebeldegen. Frostfee und AT-Haut nochmal drauf. Jetzt wird's frostig, Ladies. Boah, geht so, der Schaden. Ein Würger. Geht auf alle. Was macht der noch? Boah, ein bisschen Schaden. Ach, die dürfen auch zweimal angreifen. Oh, sogar dreimal. Jetzt mal nicht übertreiben. Ach, der erste ist schon mal weg. Besonders viel halten die jetzt auch nicht aus. Alles noch im grünen Bereich. So grün wie das Haar von Sedan. Jetzt wurde Guy, glaube ich, aufgestuft. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Durch den zersprengten Gang. Und uns darüber hangeln. Nicht mit dem Hammer, sondern mit dem Enterhaken. Und euch nehme ich auch mal mit, am besten mit Präventivschlag, sehr schön. So, vielleicht seid ihr auch anfälliger auf irgendwelche Zauber. Hauen wir mal einen Donner drauf und einen Nodabba. Das können wir dann auch mal wieder in Speedrun machen. Das mache ich jetzt ab sofort bei allen Gegnern, die wir schon mindestens einmal besiegt haben. Fersenschlag, sehr schön. Dann müssen wir jetzt auch keine Zauber mehr raushauen, hoffentlich. Und dann kriegen wir auch so irgendwie down. Boah, jetzt müssen wir uns gleich mal wieder heilen. Aber auch der zweite ist down. Und Zoll wurde, glaube ich, aufgestuft. Das ist fein, fein, fein. Hat schon wieder so angeschlagen. Es geht relativ schnell hier. Deswegen wichtig, wirklich nach jedem Kampf zu heilen. Sonst kann man eine böse Überraschung erleben. Ja komm, euch mal auch mal. Überlevelt sind wir ja nicht gerade. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch einen Überraschungsangriff. Das hatte ich schon fast vermutet. Ja komm, mal ein bisschen schneller bitte. Ja, die machen wirklich nicht mehr so viel Schaden. Aber die Sirene allerdings auch nicht. Treffen wir erstmal den rechten Hysterio an. Und jetzt den linken Hysterio. Chaoskralle. Tralala, mal schauen, was das macht. Geht auf alle sogar. Oh, ja, das dachte ich irgendwie schon, dass sie alle einschläfert. Aber gleich zum Glück aufgewacht und so können wir die Sirene weghauen. Und das war einmal aus Versehen zu häufig die Speed-Taste gedrückt. Und was mache ich jetzt? Ich bin irgendwie gerade völlig verwirrt, warum auch immer. Ich wollte mich doch nur voll heilen. Also ja, bitte auch nochmal. Kann ja nicht schaden. So, jetzt können wir nochmal diese komischen Hydra-Viecher erledigen. Und was seid ihr denn für welche? Vincent! Von Final Fantasy 7. Vincent Valentine, so hieß er doch, oder? Ach, da machen wir jetzt auch mal eben schnell einen Speedrun. Faust ins Gesicht. Was seid ihr denn für welche? Ich kann euch gar nicht so zuordnen. Venus fliegen, fallen oder was seid ihr für Viecher? Die Waffe von denen ist also mächtig, mächtig scheiße irgendwie. War, glaube ich, ein richtiger Fehlkauf. Jetzt noch ein zweiter Vincent. Und ciao. Aber viele Erfahrungspunkte. Arthur wurde, glaube ich, aufgestuft, wenn ich das so richtig gesehen habe. Level 42 müsste er dann sein. Jo. Ist leveltechnisch immer ein Level tiefer als der Rest. Und wieder so eine Sirene. Ja komm. Training können wir ja immer gebrauchen. Und mal wieder etwas schneller hier. Ich bin mal gespannt, was uns am Ende dieses Dungeons erwartet. Viele Dorfbewohner haben ja von diesem Spiel schon erzählt. Allerdings frage ich mich, wie die da hochgekommen sind bei diesen ganzen Dämonen, die hier hausen. Aber wahrscheinlich sind die auch erst vor einer Woche oder so zufällig aufgetaucht. What the fuck? War das eine Falle, dass wir die besiegt haben? Na geil.
Oh, ich habe jetzt keine Lust, die alle zu besiegen. Wow, und das gibt es bestimmt. Kein Überraschungsangriff. Yippie! Zum Glück nur eine Aquahydra. Die haben wir doch relativ schnell geplättet. Amokbücher, wow. Fast 6000 Erfahrungspunkte bringt so ein Vieh. Und Zollet wird ein Eisenmantel. Den haben wir sogar im Angebot. Eisenpanzer, Eisenmantel. Komm, du willst auch bestimmt noch eine Hammerroute. Ja, jetzt willst du noch mal die Hammerroute, ne? Das war eine Flugaxt, magst du nicht. Eine Bronzeaxt, ein E-Stuck. Na gut, das soll es erstmal gewesen sein. Haben wir dich auch bald auf Stufe 4. Und ich hoffe Präventivschlag. Boah, sind sogar gleich drei von den Viechern. Finde ich gar nicht gut. Und Geist fast K.O. Hätte mich mal gerade heilen sollen. Faust ins Gesicht, sehr schön. Dann kann sich jetzt halber Seda mal alle heilen. Und du haust noch mal einen Dabba drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt alle geheilt und nicht nur... Ne, doch, alle. Sehr schön. No Dabba! Licht in deine fünf Gesichter. Jetzt kommt wieder der Amokhüter. Der hat bestimmt auch noch irgendeinen Nebeneffekt. Wutanfall! Wowie! Habt ihr das gerade gesehen? Zollet hat den kräftigsten Angriff von uns allen. Würde er, Schrägstrich, sie ihn doch mal häufiger einsetzen. Okay, den Kampf nehmen wir jetzt auch noch mal eben. Oh. Hau du mal einen Bomber drauf. Du haust mal einen Zauber auf diese komischen Pflanzenviecher. Und du hast auch mal eine Dabba auf alle drauf. Und wir schauen, was am Ende übrig bleibt. Wahrscheinlich noch alle vier. Oh, wobei, die Feuerzauber machen sehr guten Schaden. Scheint die doch irgendwas Pflanzliches an sich zu haben. So, das ging doch besser als gedacht. Seda macht natürlich wieder kaum Schaden. Und Athea besorgt den Rest. 17.000. Geil wurde aufgestuft und solltet auch nochmal. Ja, bei den Viechern geht das so richtig, richtig schnell. Ach komm, dafür lasse ich dich jetzt mal außen vor. Schon genügend trainiert. Ach, und hier haben wir wieder ein Rätsel. Diese Dinger hier haben wir ja schon mal in einem anderen Tempel oder Turm gesehen. Wenn wir dagegen laufen, wie Magneten, wir kommen nicht dran vorbei und werden da zurückgeschleudert. Können wir diesen Schalter hier betätigen? Jo, können wir. Jetzt landen wir da. Ach, und hier, der uns nicht mehr im Sichtfeld, alles klar. Aber der hier hat uns im Sichtfeld. Deswegen müssen wir den wieder runter machen. Und den weg. Und so kommen wir weiter. Was ist der Stein da? Aber wahrscheinlich für den Rückweg dann gleich. Ich schätze mal, wir müssen jetzt erstmal wieder den Schlüssel uns organisieren. Wir könnten hier noch eins weiter. Aber wir gucken erstmal in dieses Stockwerk. Zweiter Stock, Turm der Wahrheit. Ich habe nicht so viel Lust dauernd zu kämpfen. Gehen wir mal erstmal weiter und noch mehr Gegner. Stattdessen nehme ich mal die Hydra hier wieder in Beschuss. In diesem Fall sogar... 2. Greif mal mit Phönix an. Auf irgendwas sind die bestimmt anfällig. Ja, auf jeden Fall nicht auf Feuer. Polarstrahl. Also normalerweise ist Eis ja immer mit Feuer entgegengesetzt. Na egal. Kriegen wir jetzt auch so noch hin. Sogar mit einem Schlag von Sedans Degen. Und was bist du denn für ein Viech? Lieber vorher mal nochmal heilen. Maxim als Outside-Heiler. Outside-Healer. Immer noch angestellt. Kommen wir. Greifen den mal an. Kriegen sogar Präventivschlag an Zyklop. Ziemlich passend. Für Viecher wie Zyklopen, die nur ein Auge tragen. Nur Dabba hauen wir drauf. Sedans Waffe macht zur Abwechslung mal normalen Schaden. Mal schauen, wie es mit No Dabba aussieht. Und müssen unbedingt nochmal irgendwann in die Stadt zurück, um den verbesserten Zauber zu kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Das finden wir schon noch heraus. Aber die haben mächtig viel KP, die Viecher. Oh, leben immer noch. Und immer noch.
Und jetzt nicht mehr. Sehr schön, aber sind sehr langsam. Immerhin ein Vorteil. Und angreifen dürfen die auch nur einmal. Doch, das ist ja noch alles in Ordnung. Bringt den Zyklopen down. Ich frage mich aber immer so, wie das bildlich wohl aussieht, wenn diese vier Charaktere dagegen so einen riesen Zyklopen, der bestimmt das 7- oder 8-fache ihrer Größe hat, kämpfen. Na gut, das soll mal ein Bild der Fantasie bleiben. Solid Bell, ein Silberpanzer. Haben wir nicht. Sollen wir uns mal hier mal durchfallen lassen? Machen wir einfach mal. Und schauen, wo wir hier gelandet sind. Da brauchen wir wieder den guten Hammer. Die Bomben sind irgendwie fast unnütz geworden, seit wir den Hammer haben. Kommen da fast alle Wände. Mein Gott, was ist denn los mit mir? Fast alle Wände damit zerschmettern. Du warst mal mit Donner an. Und du warst wieder mit deinem Nodaba, dein Lieblingszauber. Aber so langsam wird das MP technisch bei Sedan sogar knapp. Muss ich mal ein bisschen sparen. Ein bisschen mehr so drauf gehauen. Ach, wir haben sogar einen Präventivschlag gehabt, gar nicht so mitbekommen. Den kriegen wir vielleicht sogar noch so down. Solid kann so ruhig angreifen. Ah, warum soll jetzt Solid auch mal selbst angreifen? Und der nächste Gegner hat die nächsten Erfahrungspunkte eingesammelt. Na, sag bloß, hier gibt es noch ein Bonus-Item. Das Weiheschwert. Das klingt auch irgendwie so heilig oder Licht oder irgendwie sowas. Solid wäre ein Eon-Schild. Das haben wir doch irgendwo. Lass mich mal schauen. Da haben wir es. Vielen Dank. Bitteschön. Komm, den Rest kriegen wir jetzt auch noch irgendwie zusammen. Das Weiheschwert kriegst du jetzt nicht unbedingt. Aber ein kühles Juwel. Koma-Schein? Erdjuwel? Ja. Das Erdjuwel passt natürlich zu Solid wegen dem Erdelement. Deswegen war es wahrscheinlich lecker. Und die vierte und vorletzte Stufe. Mal schauen, was aus dem Riesen wird. What the fuck? Ich bin satt. Jo, ich langsam auch von diesen ganzen komischen Entwicklungsstufen. Oh, wie hieß denn noch dieser Stein da? Dieses Gesicht, das kennt ihr bestimmt auch. Mir fällt gerade der Name nicht ein, wie dieses Kunstwerk heißt. Stammsteinkopf. Wie passend. Hast du immer noch Wutanfall und Kopfnuss? Kriegst aber noch irgendwann eine dritte Spezialattacke dazu. Das freut mich. Mal schauen, was das sein wird. Greifen wir euch auch noch mal eben an. Es wird bald wieder Zeit für einen Cut, glaube ich. Ich habe leider natürlich mal den Timer wieder nicht eingestellt. Aber ich müsste, glaube ich, bald sowieso noch etwas anderes aufnehmen. Wie ich, glaube ich, schon mal in ein paar anderen Videos gesagt habe, ich komme momentan nur am Wochenende zum Aufnehmen. Es gestaltet sich natürlich etwas schwierig, dann da immer regelmäßig alle Projekte hochzuladen. Aber hatte ich ja auch im letzten Infovideo schon angedeutet, das ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her, dass jetzt Lufia, FIFA und auch Pokémon Platin ein bisschen primär laufen sollen. Von da kamen wir her, jetzt müssen wir also wieder zurück. Ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ach, wir haben uns da diesen einen Ding uns da runterfallen lassen. Scheiße. Sprich, wir müssen jetzt wieder... Ach, hier müssen wir doch hier lang, oder? Ich bin gerade etwas verwirrt. Dann müssen wir doch wieder hier nach unten. Dich besiegen wir jetzt nicht nochmal. Wow. Der hat aber gerade einen Speed-Rausch drauf. Beziehungsweise sie, die gute Sirene. Also, wenn wir das hier nochmal machen... Das ist ja doof. Aber die Zeit müssen wir uns nehmen. Jetzt kommen wir ja direkt dieses Mal in den nächsten Stock, oder? Ich glaube, hier ging es nirgendwo sonst weiter, ne? Da konnten wir nicht hin, genau. Das war jetzt eigentlich nur wegen diesem
komischen Schwert, das wir uns heute auch mal eben anschauen können. Weiheschwert, wer kann das tragen? Nur die Seelen. Wird sowieso gerade so eine Scheißwaffe. Erhöht den Mut, erhöht auch noch die Magieabwehr. Ein Schwert mit spezieller göttlicher Kraft, dachte ich mir doch schon. Mit Götterschlag als Zorneigenschaft, her damit. Was konnte der Nebel legen? Atlantis, na gut. Das war hier schwer, passt man so zu sehen, dann denke ich. Und wir können in den nächsten Stock. Ach, geht er noch höher. Was für ein großer Turm. Ab in den dritten Stock. Irgendwo müssen wir wahrscheinlich noch einen Schlüssel finden, oder? Und hier ist mal wieder ein Rätsel. Nur ein Schalter ist richtig, die anderen sind nichtig. Na, vielen Dank für diesen Hinweis. Okay, oder hat das was mit dem nächsten Raum zu tun? Ja. Ich erinnere mich. Jetzt müssen wir die Noten in der richtigen Reihenfolge spielen. Sprich 3, 2. Aber wir müssen doch den... Moment mal. Was ist denn der erste? Bist du dann der dritte oder ist der in der Mitte der dritte? Ach nee, du bist wahrscheinlich dann der fünfte, alles klar. Und sobald wir hier einen Schalter drücken, wird alles rückgängig gemacht. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wollen wir dann diese fünfte Note erreichen? Schauen wir uns nochmal ganz kurz erstmal den rechten Schalter an. 3, 2, 4, 1, 5. Und dies hier 1, 2, 3, 5, 4. Also der rechte muss auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall der richtige sein, weil die 5 zum Schluss kommen muss. 3, 2. Ich glaube 1, 4 war es, oder? Ich gucke lieber nochmal. Kurzzeitgedächtnis. Fuck the way. 4, 1. Ach, geht er durch. Analogstick, was ist denn da los? 4, 1. Und jetzt gibt es einen einzigen Trick. Nämlich so. Und zack, sind die Stacheln runter und wir können diesen komischen Grizzlybären hoffentlich noch besiegen. Sogar mit einem Präventivschlag. Oh, ein Zyklop hat er auch noch bei sich. Donnerbestie. Donnerwetter, du. Greifen wir erstmal dich an. Ich würde sagen, auch mal im Speedrun. Hält nicht so viel aus. Wutanfall. Wow. 1000 Schaden. Lieber Herr Gesangverein. Diesen Steinklopf da will ich auf jeden Fall mal behalten. Scheint ja mal richtig reinzuhauen. Wenn er es mal häufiger machen würde. Oh, jetzt haben wir da noch einen Steppenfuchs. Komm, gegen dich habe ich echt keine Lust zu kämpfen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich mag dich nicht. Noch ein Zyklop. Ich lasse mir auch mal eben links liegen. Und wieder zwei Türen, die wahrscheinlich verschlossen sind. Nächstes kleine Mini-Rätsel. Aber an dieser Stelle, das mache ich gerne mal vor solchen Rätseln, machen wir mal wieder einen Cut. Beim nächsten Mal werden wir hier diesen Tempel der Wahrheit, oder den Turm, ich sag immer Tempel, den Turm der Wahrheit weiter erforschen. Und hoffentlich irgendwie herausfinden, ob Sedan dem guten Maxim wirklich vertraut. Also ich denke ja schon, dass die Zweifel von Iris völlig unbegründet sind. Aber vielleicht hat sie hier noch irgendwas anderes vor, warum sie die beiden hier hergelockt hat. Sie hat sich ja wirklich etwas komisch verhalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Denn beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Lufia Wise of the Sinistrals. Für heute bedanke ich mich für euer Zusehen und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Killer.